Hier bei der Ortsumgehung Vilshofen im sogenannten Dobelgraben hat die geologische Untersuchung ergeben, dass hier tonige Schluffe und Sande anstehen, die wenig tragfähig sind. Der Geologe hat deshalb hier vorgeschlagen, Rüttelstopfsäulen zum Einsatz zu bringen. Diese werden zur Bodenverbesserung für die Auflast des bis zu 9 Meter hohen Dammes verwendet. Das heißt konkret für uns, auf ca. 10.000 Quadratmeter Fläche werden annähernd 4.000 Rüttelstopfsäulen hergestellt. Die Tiefe der Säulen beträgt kalkuliert 4,5 Meter, kann aber reell zwischen 3,5 und 6 Metern schwanken. Der elektrische Rüttler hat einen Durchmesser von 50 cm. Um die geforderten 70 cm zu erreichen, wird der eingefüllte Rollkies gestopft. Deshalb auch der Name Rüttelstopfsäulen. Die geplante Bauzeit für diese Arbeiten beträgt 8 Wochen. Wir werden diese Arbeiten in 7 Wochen durch die Ausnutzung des vollen Tageslichts abschließen können. Schon Jahre vor dem Beginn der Baumaßnahme wurde mit vorgezogenen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen, sogenannten CEF-Maßnahmen, begonnen. Dazu wurde zuerst das gesamte betroffene Gebiet von Biologen untersucht und dabei genau festgestellt, welche Tier- und Pflanzenarten betroffen sind. Wichtig für die Ökologie ist, dass Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen bereits vor Beginn der Bauarbeiten wirksam sind. Die schutzbedürftige Flora und Fauna muss vor dem Beginn der Baumaßnahme bereits ihre neuen Lebensräume bezogen haben. Der bestehende Wald Dobel-Linderhof wird erweitert. So wird der Waldgürtel nach Süden hin vergrößert. Um die durch das Tieferlegen der Straße einstehenden Überschussmassen abzulagern, wurde eine Fläche zur Aufschüttung aufgekauft. Diese Fläche wurde ehemals intensiv landwirtschaftlich genutzt. Auf der südlichen Seite der Aufschüttungsfläche wird es eine südexponierte Magerrasenfläche mit großem Artenreichtum, wie zum Beispiel der Wildgrille, geben. Der Buchenwald mit Heimsimsen wird mit dem Linderhof Dobel ökologisch vernetzt. Auf der südlichen Seite der Trasse zusätzlich ein Geh- und Radweg angelegt. Hier wird ein Durchlass mit einer Breite von 9 Meter und einer Höhe von 4,20 Meter gebaut. Dieser Durchlass besitzt verschiedene Vernetzungsfunktionen, unter anderem ökologische. Zwischen dem Widerlager der Brücke und dem 3 Meter breiten Geh- und Radweg wird es einen 4,5 Meter breiten Streifen mit einem kleinen Bach geben. Dieser Streifen dient als Verbundstruktur für die Wechselbeziehungen der verschiedenen Tiere, wie zum Beispiel schwarze Grubenlaufkäfer, Haselmäuse, aber auch Rehe und Fledermäuse. Verschiedene bauliche Maßnahmen entlang der Straße, wie zum Beispiel Leitstrukturen und Schutzzäune für Fledermäuse, führen die Tiere durch den Durchlass. Der Anschluss der beiden Verbindungsäste zwischen den Staatsstraßen 2119 und 2083 wird höhenfrei angelegt. Diese Lösung erweist sich als die verkehrssicherste. Des Weiteren erhält die Staatsstraße 2119 eine Linksabbiegerspur und entsprechende Fahrbahnverbreiterungen. Darüber hinaus wird ein Regenrückhaltebecken als Absatz- und Auslaufbauwerk mit Drosselfunktion gebaut. Durch dieses Becken kann im Falle eines Ölunfalls das Wasser zurückgehalten werden, sodass kein Öl in die Wolfach gelangt.